Hey, Oliver Schirmer hier. Ja, herzlich willkommen und heute und in den folgenden Einheiten geht es um das Thema, ja, erfolgreich werden, erfolgreich sein. Und vielleicht stellst du dir ja auch manchmal die Frage, wie du ja noch erfolgreicher werden kannst und hast vielleicht aber auch schon mal so, ja, bemerkt, dass es Menschen gibt, ja, dass es Personen gibt, die immer und immer wieder Erfolg haben, während es dann auf der anderen Seite so scheint, als gäbe es Menschen, die halt immer und immer wieder scheitern. Vielleicht bist du gerade selbst ja an einem Punkt, wo du ja dir vielleicht die Frage stellst, wie du ja endlich mehr Erfolg im Leben haben kannst, wie du schaffst, dein Business oder dein Leben einfach so zu gestalten, ja, dass es deinen Vorstellungen entspricht. Es ist jetzt Mai 2016 und seit mehr als 10 Jahren studiere ich ja für mich das Thema Erfolg. Ja, ich besuche dazu Seminare, lese ja ein Buch nach dem anderen drüber und wende das Erlernte dann eben für mich an. Und vieles, was ich da so ja im Laufe der Zeit eben gelernt habe, das hat ja bei mir sehr gut funktioniert. Es war ja extrem hilfreich, hat sich als nützlich herausgestellt, aber es gab auch Dinge, die eben nicht so doll funktioniert haben. Und deswegen ist es jetzt einfach ein Grund mehr für mich, ja, in diesen Einheiten einfach meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Und ich freue mich einfach drauf, mit dir gemeinsam, ja, das Thema Erfolg zu erforschen. Und da sind wir auch schon beim Kern der Sache. Erfolg ist ein ziemlich allgemeiner Begriff, deswegen gilt es zunächst als erstes mal zu klären, okay, welche Bedeutung, ja, hat Erfolg eigentlich für mich selbst? Weil oft ist es so, dass wir die Maßstäbe anderer ja übernehmen und ja, das ist nicht unbedingt ja Sinn der Sache und es ist auch nicht hilfreich für die eigene Entwicklung. Was Erfolg für dich bedeutet, ist eine ganz zentrale Frage, weil nicht entscheidend die Maßstäbe der anderen sind, also der Gesellschaft, der Freunde oder deines Umfelds, sondern ja lediglich deine eigenen ja Maßstäbe sind von Bedeutung. Und für mich bedeutet Erfolg zum Beispiel, ja, dass ich ja ein von mir einfach selbst gestecktes Ziel erreiche und dabei einfach ja mein Leben nach meinen eigenen ja Vorstellungen dementsprechend leben kann. Und ja, da sieht man auch schon oder man erkennt auch schon, dass Erfolg ja so ein allgemeiner Begriff ist, ja, weil meine Ziele, meine Vorstellungen von einem erfolgreichen Leben, das müssen ja noch lange nicht deine sein, ja, und deswegen gilt es in einem allerersten Schritt, ja, einfach mal ganz genau herauszufinden, was für dich Erfolg ist, welche Bereiche es in deinem Leben gibt, ja, welche dir wichtig sind. Das ist quasi der zweite Punkt, ich nenne es mal Lebensbereiche, ja, zu identifizieren, ja, herauszufinden, okay, welche Bereiche in meinem Leben sind denn ja für mich besonders wichtig und wie, ja, will ich in Bezug auf diese Bereiche dann dementsprechend einfach leben. Und am besten nimmst du dir dazu einfach mal eine kleine Auszeit und notierst einfach mal die Bereiche in deinem Leben, die für dich wichtig sind, die eine wichtige Rolle spielen, ja, damit du einfach dann in dem nächsten Schritt ja dir überlegen kannst, okay, was in den einzelnen Lebensbereichen ja Erfolg für dich zum Beispiel bedeutet, ja. Also ein Lebensbereich kann zum Beispiel die Familie sein, kann Beruf und Karriere sein, kann Finanzen sein, das kann ein Hobby sein, die Persönlichkeit, Spiritualität oder ja Gesundheit, dein Körper, ja, wie auch immer. Und dass du dann einfach mal diese Kategorien für dich quasi, diese Lebensbereiche festlegst und dann ja notierst, ja, was du darunter konkret verstehst. Und ich habe dir auch, werde ich dann auch hier noch unterhalb ja in die Shownotes quasi packen, habe ich dir eine Checkliste erstellt, ja, anhand derer du ja das einfach abarbeiten kannst, wo du deine Lebensbereiche quasi finden kannst und dementsprechend auch deine Werte dann ja ermitteln kannst. Also wichtig ist zunächst mal, dass du ja Lebensbereiche für dich definierst und dann definierst, was du darunter verstehst, ja, was Erfolg in den einzelnen Lebensbereichen dann für dich ist. Definiere daher genau, ja, was der Erfolg in den einzelnen Lebensbereichen für dich bedeutet und findet so für dich die wichtigsten Punkte heraus, und ja, erlangt dadurch eben einfach auch die Klarheit, die ja
wo dir einfach zeigt, okay, was das ideale Leben überhaupt für dich ist, ja. Und du kennst ja bestimmt den Spruch, der Weg ist das Ziel. Und du solltest ja an deinem Weg eben Spaß haben, denn ja, es ist wie gesagt dein Weg und den musst du ganz alleine gehen, ja. Keiner kann den Weg für dich beschreiten. Du alleine bist es ja, der diesen Weg ja gehen kann. Und deshalb musst du einfach dafür sorgen, dass er dir auch Spaß macht, ja, wenn du ihn gehst. Und das gelingt dir eben einfach am besten, wenn du ja dir deiner Werte bewusst wirst, ja, dass du kannst dir das Leben einfach so vorstellen, ja, wie so eine Schifffahrt, wie so eine Seefahrt, ja, und manchmal gibt es da eben auch Stürme, ja, die das Schiff durchschütteln, ja, und die Passagiere darauf und ja, und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir eben da ein stabiles Schiff dabei haben, ja, mit dem wir so über die Weltmeere segeln und ja, das uns eben heil durch den Sturm bringt. Und dieses Schiff, das können zum Beispiel dann deine Werte sein, ja. Werte funktionieren, ja, um einfach mal in dem Beispiel, ja, Seefahrt zu bleiben, wie so ein Leuchtturm, ja, der dich ja sicher durch den Sturm navigiert und an dem du dich einfach orientieren kannst. Werte zeigen, ja, uns zum Beispiel, ja, welche Geschäftspartner zu uns passen, welche Menschen wir in unser Leben ziehen sollten, aber auch von welchen, ja, wir uns vielleicht lieber trennen sollten oder welche wir nicht so oft sehen sollten, ja. Werte zeigen uns, was wirklich elementar wichtig für uns selbst ist, ja. Und anhand unserer Werte können wir dann quasi, ja, unser Handeln ja stets neu überdenken, können unser Handeln neu ausrichten. Durch die Klarheit über unsere Werte treffen wir bessere Entscheidungen, weil wir ja sie eben auf Basis unserer Werte treffen, ja. Wir bleiben quasi fest im Sattel unseres Lebens, da wir ganz genau wissen, was für uns selbst ja am wichtigsten ist. Und deswegen erstelle dir ja im nächsten Step dann quasi eine Liste mit deinen Werten. Werte können zum Beispiel sein Erfolg, das kann Liebe sein, das kann Freiheit sein, ja, das kann Sicherheit sein, das kann Freundschaft sein, ja. Wie gesagt, nutzt dazu einfach die Checkliste, die ich dir da zum Download zur Verfügung stelle, um das einfach für dich noch besser zu klären, ja. Dort sind einige Fragen beinhaltet und ja, stell dir einfach diese Fragen, weil dann erhältst du dementsprechend auch ja die Antworten darauf. Also wer sich bessere Fragen stellt, erhält dann auch bessere Antworten, ja. Eine Frage könnte zum Beispiel sein, was ist mir existenziell wichtig oder wofür bin ich persönlich bereit, maximalen Einsatz zu bringen? Wofür brenne ich, ja? Und wenn du dir diese Fragen stellst, kannst du eben deinen eigenen Werten quasi auf die Spur kommen. Das ist ein Wegweiser, den du dir quasi dadurch erstellst, den du für dein Leben bekommen kannst und an dem du dich dann immer, jederzeit, immer wann du es für richtig hältst, orientieren und neu ausrichten kannst. Wenn du die Checkliste durchgearbeitet hast, dann hast du da ein gutes Gespür dafür bekommen, ja, was Erfolg für dich bedeutet, welche Lebensbereiche für dich wichtig sind und du weißt dann außerdem mehr, ja, über deine eigenen Werte und darüber, wie sie dir im Alltag helfen können, ja. Okay, wir haben jetzt begonnen, das Ganze angekratzt. Wir werden da dann in den folgenden Einheiten dann noch weitermachen. Zum Schluss habe ich einfach noch eine Frage an dich. Mich würde einfach interessieren, was Erfolg für dich bedeutet. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir ja zum Video einen Kommentar hinterlässt. Und ja, ich freue mich einfach von dir zu hören. Und wenn das Video jetzt interessant für dich war, wenn es dir weitergeholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ja du das Video mit deinem Netzwerk teilst, weil man weiß nie, ja, für wen ja, diese Info jetzt hilfreich war. In diesem Sinn wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles Gute, bis die Tage, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.